Morgen. Wir starten heute zum Frühstück und wollen euch das mal zeigen. Wir sind im THS Yucatan in Mexiko. Und ja, wir haben auf jeden Fall Hunger, sind gerade aufgestanden und es ist jetzt schon mega warm. Und wir freuen uns aufs Frühstück und nehmen euch mit. Also bis gleich. So, wir sind jetzt beim Frühstück angekommen. Es ist ein bisschen windig heute und ja, wir melden uns jetzt quasi hier vorne an. Dann kriegen wir einen kleinen Tisch. Man kann aussuchen, ob man drin oder draußen essen möchte. Und man hat die Wahl auf jeden Fall à la carte zu frühstücken oder auch das Buffet. Und das Buffet zeigen wir euch heute. Und im Helios kann man außerdem noch zum Mittag und zum Abendessen, Mittag auch à la carte und Buffet. So, wir gehen rein. Hola, good morning. Welcome to Helios Restaurant. Table just for two? Just for two. Okay, could you help me with your suite number, miss? 7026. Okay, Miss Isabel and Mr. Daniel, right? No. How was your morning today? Good, very good. Okay, lady. Where do you prefer the table? Inside or outside? Inside, please. Great. Okay, miss, just give me a couple minutes for us in your table. You okay, can thank you. It's a pleasure. Nach der Anmeldung kriegt man dann einen Kellner zugewiesen und einen Tisch zugewiesen. Vorher kann man sich auch schon Getränke geben lassen. Ja, wir warten jetzt aber, bis wir am Tisch sitzen und dann bestellen wir alles ganz in Ruhe. Und danach zeigen wir euch das Buffet. Hello, guten Morgen. Fine. Is your last day? No, right? No. 2-3 days noch. Oh, perfect. Yes, it's very perfect. Perfect. Thank you so much. Pleasure. Have a good day. Enjoy. Enjoy. Yeah, thank you. Ja, das ist jetzt unser Platz fürs Frühstück und niedlich. Ja, wie gesagt, wir sitzen lieber morgens drin, weil es immer ein bisschen windig ist und hier ist es auch klimatisiert drin. Und wir warten jetzt auf den Kellner, bestellen uns Getränke und dann gehen wir zum Buffet. So, also wie gesagt, man kann à la carte bestellen oder halt vom Buffet holen und da gucken wir jetzt als erstes. Wir starten gleich hier vorne mit Waffeln und Pancakes, die man sich nehmen kann, Croissants, verschiedene warme Sachen, Potatoes, Würstchen. Das ist meine Lieblingssorte, ist Karamell auf jeden Fall. Das müsste Erdnuss sein. So. Ja, auch sehr lecker immer die Crepes am Morgen. Die kann man sich dann auch noch mit verschiedenen Sachen garnieren hier. Und dann kann man sich die zurecht machen, wie man das möchte. Hier hinten haben wir noch ein paar Sandwiches und French Toast. Auch sehr lecker auf jeden Fall. So, das war Runde Nummer 1. Runde Nummer 2 direkt hinter mir. Wer möchte, natürlich auch ein herzhaftes Frühstück. Wir haben hier Wurst und Käse. Wird gleich wieder nachgefüllt, denke ich. Und dann gehen wir hier einfach mal ringsrum. Wer Salat zum Frühstück möchte, gibt es verschiedene Salate, Brote, verschiedene Dips dazu. Und wer es dann noch ein bisschen herzhafter möchte, schnappt sich hier frischen Schinken. Auch eingelegtes Gemüse gibt es dann hier zum Frühstück. Und auch wieder Toppings, wenn man für irgendwie fürs Müsli, für einen Joghurt was möchte. Dann haben wir hier verschiedene Milchsorten, die man dann zum Beispiel für sein Müsli nehmen kann oder für seine Cornflakes. Da haben wir hier verschiedene Sorten, finde ich sehr niedlich mit den kleinen Packungen auf jeden Fall. Ja, und dann weiter hinter mir gibt es für die Salate noch verschiedene Dressings oder noch so kleine Leckerbissen zubereitet. Auch wieder herzhaft. So, starten wir zum nächsten. Das ist zwar so gar nicht mein Frühstück, aber wir zeigen es euch natürlich trotzdem. Hier gibt es alles warme Sachen und auch so in süßen Portionen zubereitet, mexikanisches Essen.
Ja, von Tacos bis Fleisch, Gemüse, alles dabei. Wird auch wieder frisch zubereitet, wie man im Hintergrund sehen kann. Und da kann man dann wählen, was man möchte. Was auf jeden Fall gar nicht fehlen darf in Mexiko, brauche ich nichts weiter zu sagen, glaube ich. So, nächste Runde startet hier hinten. Das ist wieder eher so mein Frühstück. Ihr habt verschiedene Obstsorten, ihr habt eigentlich alles dabei, was man braucht. Es ist alles schon klein portioniert, dass du alles auf jeden Fall kosten kannst. Auch Obstsalate, verschiedene Müslis und Joghurt. Was auch bei so sind Haferflocken, Chia und Quinoa. Werde ich heute auf jeden Fall mal kosten. Auch wieder mit verschiedenen Toppings, wie jeder mag, zum Gestalten. Am allerschönsten finden wir eigentlich morgens die fertigen Säfte. Die sind immer sehr lecker. Da kann man aus verschiedenen Sorten wählen. Ja, ihr seht gerade selber, was es alles so gibt. Weiter geht's hier mit der Brotecke. Also wer zu dem herzhaften Aufschnitt vorne und zum Käse noch Brot braucht, das findet er alles hier. Und auch wieder ein paar süße Leckereien zum Frühstück. Hier gibt es dann auch schon fertig zubereitete Ei-Muffins. Ihr habt verschiedene Brote, nochmal einen Toaster dafür, wer Butter braucht, verschiedene Marmeladen. Und dann geht es danach nochmal herzhaft weiter mit wieder den kleinen niedlichen Portionen Gemüse gegrillt. Und als letztes alles, was in Richtung Ei ist, Rührei, Spiegelei mit Bohnen. Das weiß ich gar nicht, was es ist. Egal, alles mit Ei. Gekochte gibt es auch. Ja, das zum Frühstück. Und ach so, wir haben noch vergessen. Wer zum Frühstück natürlich schon was Herzhaftes zum Trinken möchte, ist hier genau richtig. So, das war's zum Frühstücksbuffet. Wir holen uns jetzt was Leckeres und dann lassen wir uns erstmal schmecken. Und ich melde mich dann später nochmal wieder mit einem anderen Video auf jeden Fall. Bisschen was zum Hotel. Und ich sag bis dahin, wir lassen es uns schmecken.